Freut mich sehr, dass ihr nach dieser langen Woche, nach den gestrigen Blockaden und nach der heutigen sehr erfolgreichen Demonstration immer noch Energie habt, euch jetzt hier in dieses Zirkuszelt zu setzen und uns 90 Minuten zuzuhören. Das freut mich wirklich sehr. Ich glaube, es ist aber auch eine sehr wichtige Veranstaltung, die wir heute hier durchführen, die aus verschiedenen Perspektiven versucht zu verbinden. Und deshalb herzlich willkommen, dass ihr da seid. Und ich glaube, wir können uns alle mal applaudieren für das, was wir in den letzten Tagen hier geleistet haben. Benötigt jemand Übersetzung oder je Mensch? Es gibt hier Spanisch und Englisch Übersetzungen. Is there a need for translation? In Spanisch kann ich es nicht. Genau, braucht. Genau. Sieht nicht so aus. Okay, wir beschäftigen uns beim heutigen Thema einer Art Abschlussrunde mit den Perspektiven zweier kämpfenden Bewegungen auf gesellschaftliche Veränderungen, auf Klimagerechtigkeit und Ökologie. Wir beschäftigen uns heute mit der zapatistischen Bewegung und mit der kurdischen Freiheitsbewegung. Und es geht darum, Gemeinsamkeiten dieser verschiedenen Kämpfe in Bezug auf diese Fragen, die ich gerade aufgemacht habe, aufzuzeigen und zu verdeutlichen. Vielleicht als Eindruck, zwei Eindrücke oder als Beginn zwei Eindrücke, die ich jetzt hier von den Protesten in den letzten Tagen hatte. Heute habt ihr mitbekommen, auf der Demonstration wurde die Kundgebung bzw. die Route massiv von der Polizei versucht zusammenzuschlagen, weil ein Transparent von zwei Klimaaktivistinnen zwischen zwei Bäumen aufgehängt werden sollte. Habt ihr gelesen, was auf dem Transparent draufsteht? Da stand drauf, die Kämpfe verbinden, die Notwendigkeit, verschiedene Kämpfe zu verbinden. Und deshalb fand ich diesen Polizeieinsatz von heute auch sehr symbolisch, weil die Polizei als staatliches Repressionsorgan genau da ist, zu verhindern, dass sich verschiedene kämpfende Bewegungen zusammensetzen, sich gemeinsam solidarisch zeigen und gemeinsam für eine Sache einstehen. Und gestern, ich war in dem No Future Finger, der die Demonstration hier weggemacht hat, und die Aktion, die wir dann gemeinsam gemacht haben, war eine Hausbesetzung. Und man denkt sich, okay, wir sind hier für Klimaschutz und Proteste auf der Straße. Warum besetzen wir dann ein Haus? Und es ging genau eben um die Thematik hohe Mieten, Leerstand, Gentrifizierung, die ja nicht nur in München wirklich besonders problematisch sind. Und es war auch ein Ausdruck davon, diese verschiedenen Kämpfe zu verbinden, um den Platz, den die IAA als Auspuffmesse hier einnimmt, zusammen mit den Kämpfen der Mieterinnen in der Stadt und auch ganz vielen anderen Fragen. Ihr habt wahrscheinlich auch das Transparent für Free Lina gesehen, die antifaschistische Genossin, die als Terroristin hier gebrandmarkt wird und deren Prozess auch diese Woche begonnen hat. Ich hoffe, ihr verfolgt es auch alle. Es geht also heute auch wieder um Kämpfe zu verbinden, weil ich glaube, nur wenn wir uns verbinden und gemeinsam für Sachen einstehen, können wir erfolgreich sein. Und deshalb freut es mich auch sehr, dass wir heute ein wirklich sehr spannendes Podium hier zusammen haben. Ich werde nur ganz kurz vorstellen, wer hier da sitzt, und dann werden sich die Freundinnen und Genossinnen auch nochmal selber kurz ausführlicher vorstellen. Wir haben auf der einen Seite von der Initiative Defend Kurdistan die Franzi hier. Herzlich willkommen. Wir haben von Jivaka Azad, dem kurdischen Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit, den Agir da. Herzlich willkommen. Und wir haben vom Jabasta-Netzwerk die Uli und die Heike da, die wirklich ganz weite Wege auf sich genommen haben, um heute hierher zu kommen. Herzlich willkommen. Ich würde euch jetzt für ein, zwei Sätze das Mikrofon geben, damit ihr euch kurz vorstellen könnt, was ihr so macht und wer ihr seid, wenn ihr noch mehr ergänzen wollt. Aber nur ganz kurz. Ja, hallo, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Franzi. Ich bin als Internationalistin in und mit der kurdischen Freiheitsbewegung und da vor allem mit der Frauenbewegung organisiert.
und fühle mich vor allem verbunden mit der Initiative Demokratischer Konföderalismus, der gerade die internationalistischen Arbeiten zusammenbringt und den demokratischen Konföderalismus als Perspektive für den Aufbau einer befreiten Gesellschaft auch hier sieht. Ich bin die Heike und ich habe etwa 6 Jahre in Chiapas im Süden Mexikos gelebt, war dort in der Menschenrechtsbeobachtung und im internationalen Friedensdienst und bin jetzt seit einigen Jahren unterwegs mit einer kleinen Puppenbühne, die ich aus Mexiko mitgebracht habe, und arbeite im Bereich globales Lernen und das mit Schwerpunkt Umwelt und Friedensarbeit und ja. Hallo, ich bin der Ager, ich arbeite bei Jvagazat, das ist das Kunstzentrum für Öffentlichkeitsarbeit. Das haben wir gegründet, nachdem in der deutschen Presse, in deutschen Medien die Situation Kurdistans immer sehr verzerrt und sehr negativ dargestellt wurde. Uns ist es ein Anliegen, die Situation dort hier öffentlich zu machen, weil sehr viel, was dort passiert, hängt mit Deutschland zusammen. Die deutsche Außenpolitik, die deutsche Wirtschaftspolitik und die deutsche Kriegspolitik haben massive Auswirkungen auf Kurdistan. Aber gleichzeitig findet dort ein Aufbau statt, findet dort eine Veränderung statt. Dort wird eine Utopie aufgebaut und das ist genauso wichtig für uns. Und das wollen wir auch mit den Menschen hier in Europa und in Deutschland teilen. Ja, ich bin die Uli. Ich bin seit 1994, habe ich ein solidarisches Verhältnis zu den Zapatistas, weil ich den Aufstand und vor allem die Erklärung dazu großartig fand. Ich war noch nicht so oft dort. Ich mache aber seit 1996, da haben wir das Yavasta-Netz gegründet, und das Yavasta-Netz ist keine Soli-Struktur nur, sondern hat sich auf die Fahnen geschrieben, eben hier auch im Widerstand aktiv zu sein in jeder Hinsicht. Und das bin ich halt auch seit geraumer Zeit. Ja, vielen Dank. Ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Kerem und ich bin in verschiedenen Initiativen immer wieder aktiv. Genau, wir haben heute vielleicht nur, damit ihr euch auch so ein bisschen zeitlich planen könnt, wir wollen ungefähr 90 Minuten machen, 45 Minuten hier. Und dann demokratisieren wir das und öffnen es nochmal 45 Minuten, dass alle sich an der Diskussion beteiligen wollen. Wir haben 3 Fragekomplexe, 3 Fragerunden und die 3. Fragerunde öffnet dann auch zu euch, wo ihr dann eure Gedanken, Kritik und Ideen einbringen könnt. Die 1. Frage dreht sich ja heute um vor allem die ökologischen Perspektiven der zapatistischen Bewegung und auch der kurdischen Freiheitsbewegung. Und die Frage wäre, wie der Bezug beider revolutionären, kämpfenden Bewegungen zum Thema Klimagerechtigkeit überhaupt ist. Haben sie das überhaupt auf dem Schirm und wenn ja, wie? Franzi, magst du vielleicht anfangen oder Agir? Also für die kurdische Bewegung ist es wichtig zu wissen, woher entstammen denn die Probleme, von wo beginnt es, und die kurdische Bewegung sagt, dort müssen wir auch ansetzen, eine Veränderung herbeizuführen. Und für die ökologischen Probleme, die wir heute haben, die heute so sichtbar werden, und der Weltklimabericht, der sagt, dass wir nicht mehr sehr viel Zeit haben. Der Ursprung ist auch nicht sehr alt. Die Welt gibt es, man sagt, ein paar Milliarden Jahre. Und seit ca. 5000 Jahren gibt es ein Umdenken, die neue Zivilisation. Und zwar die Machtzivilisation. Die Machtzivilisation ist entstanden im Mittleren Osten. Vor ein paar Tagen wurde hier auf dem Camp ein Theaterstück aufgespielt. Und zwar ein Theaterstück, was den Gilgamesch-Epos nachgespielt hat. Und Gilgamesch-Epos, das ist auch das ist so ziemlich der Anfang, wo sich die Macht herauskristallisiert. Und die Macht hat sich heute im Staat institutionalisiert. Und also das Zentrum des Übels, was vor 1000 Jahren entstanden ist, ist heute eigentlich der Staat.
Und wie hat sich der, der Staat herausgebildet? Die kurdische Freiheitsbewegung sagt, es wurde etwas geschaffen. Und zwar, die Menschen haben angefangen, Subjekt-Objekt-Unterschiede zu machen. Und zwar die Handelnden, die Mächtigen, die Herrschenden und heute die Leute, die das Kapital haben, sind die Subjekte und alle anderen sind die Objekte. Also die Frauen, aber auch die Natur, die Jugend, alle anderen, die nicht in der kapitalisierten Welt das Sagen haben. Die Marxisten haben ja damals gesagt, die Leute, die Produktionseigentümer haben, Mittel haben, das sind die Subjekte. Ähnlich betrachten wir es auch. Und aus dem hat sich in den letzten 100 Jahren der Industrialismus herausgebildet. Der Industrialismus ist keine Erfindung, also die Industrie ist keine Erfindung des Kapitalismus. Aber der Industrialismus ist die Erfindung des Kapitalismus, ist das Problem, woraus sich all unsere ökologischen Probleme auch herrühren. Das Denken der Industrialisten, die es zur Ideologie machen, ist, mit den Waren, mit den Ressourcen dieser Welt maximalen Profit herauszubringen. Und dabei geht es darum, egal ob, also Hauptsache die Kosten, also wenn die Welt untergeht, dann ist es denn auch egal. Denn Hauptsache die Kapitalisten, die Leute, die das Geld haben, die Leute, denen die Produktionsmittel gehören, erwirtschaften mehr Geld. Und unser Konzept ist es nicht einfach zu sagen, wir wollen Machtumsturz, lass uns die Macht ergreifen. Unser Konzept ist es, eine neue Gesellschaft zu schaffen. Eine Gesellschaft, die auf politisch und moralische Werte beruht. Stellt euch vor, die Welt, die Menschen heutzutage haben gar keinen Bezug mehr zu dem, was sie machen, zu dem, was sie herstellen, zu der Natur. Wir sind so weit abgekoppelt von der Natur, dass wir grundlegende Prozesse der Natur uns fremd sind. Deshalb ist ein weiterer Schritt neben der Errichtung der politisch-moralischen Gesellschaft auch die Erschaffung der dritten Natur. Und die dritte Natur ist nach der kurdischen Freiheitsbewegung die Synthese aus der eigentlichen Natur und der zweiten Natur, die menschgemachte Natur. Es muss im Einklang sein. Heute haben wir es so, dass wir die menschlich gemachte Natur versucht, die Umwelt auszubeuten, zu zerstören und dadurch sich am Leben zu erhalten. Eigentlich ist es gar nicht möglich, dass wenn wir die Umwelt, die Erde zerstören, dass wir weiter leben können. Und unser Konzept ist es nicht einfach zu sagen, okay, wir müssen wie vor 5000 Jahren leben. Wir müssen einfach alles rückgängig machen, dann wird schon alles hinhauen. Viele Erfindungen und viele Sachen, die die Menschen in den letzten tausenden Jahren hervorgebracht haben, sind nicht Erfindungen oder Fortschritte des Kapitalismus oder der Herrschenden, sondern es sind unsere Erfindungen, es gehört den Menschen und die müssen wir uns wieder zu eigen machen. Und wenn wir es aber koppeln mit einer politisch-moralischen Ethik. Früher hat man gesagt, dass alles belebt ist. Es gibt nichts Totes. Erst dadurch, durch diese Subjekt-Objektivierung, haben wir die Natur als tot angesehen und den Menschen, der mit der Natur etwas macht, um sie lebendig, also der Mensch, der Lebendige, der bewirtschaftet die Natur. Und deshalb hat er auch alle Rechte. Unser Konzept ist es, oder das Konzept der kurdischen Freiheitsbewegung ist es, eine Ökoindustrie aufzubauen, die nicht Industrialismus, sondern Ökoindustrie. Und das, was die kurdische Freiheitsbewegung unter Industrie versteht, sind eigentlich technische Errungenschaften oder technische Mittel, um Sachen herzustellen. Also es sind nicht Fabriken oder so, es sind
normale Prozesse, die schon seit tausenden von Jahren vonstatten gehen. Genau, so kurz von mir. Magst du was ergänzen, Franzi, oder ein, zwei Sätze? Vielleicht noch, also was ich kennengelernt habe, ist die soziale Ökologie und ich glaube, das ist sehr ähnlich zu dem, was wir Klimagerechtigkeit nennen hier, nämlich einen ganzheitlichen Ansatz, also dass es eigentlich die Befreiung der Gesellschaft immer mit der Befreiung der Natur einhergeht und dass deswegen eine Befreiung der Gesellschaft oder wie auch immer wir das als Linke und emanzipatorische Bewegung hier nennen, wofür wir kämpfen, dass es immer ökologisch sein muss, weil eine Gesellschaft nie frei sein kann, wenn die Natur unterdrückt ist. Und so ist es ja auch in der Klimagerechtigkeitsbewegung, also dass es halt nicht, dass es einen ganzheitlichen Ansatz braucht. Es braucht ein gerechteres System und ich finde, das kann man sehr gut miteinander vergleichen. Okay, die Kritik der kurdischen Freiheitsbewegung richtet sich also gegen diesen Industrialismus, den wir in der kapitalistischen Gesellschaft haben. Wie sieht es bei der zapatistischen Bewegung aus? Weil ich habe immer festgestellt, dass es oftmals viele ähnliche Gedankengänge gibt, bei beiden Bewegungen, die halt anders benannt werden, aber vom Inhalt sehr ähnliches meinen. Die Zapatistas sind ja 1994 mit einem bewaffneten Aufstand an die Weltöffentlichkeit gekommen. Und 1994 war auch so ein Datum, wo ein Freihandelsabkommen mit Nordamerika in Kraft tritt, was sowohl soziale als auch ökologische Konsequenzen hat in Mexiko, aber auch darüber hinaus, also auch in den nordamerikanischen Ländern. Und ich würde die Frage auch ein bisschen rein praktisch beantworten. Also nach dem Aufstand der Zapatistas haben sie einen ganzen Forderungskatalog aufgestellt, sind aber auch rein praktisch an Dinge gegangen. Und ein praktisches Beispiel, würde ich sagen, ist die Recuperación de la Tierra. Das Zurückholen des Landes. Aber Recuperación hat zwei Bedeutungen eigentlich. Es ist nicht eine Landbesetzung nur und wir holen uns das Land zurück, was praktisch seit der Kolonialgeschichte die Eroberer oder die eben aus den anderen europäischen Ländern kamen, den Ureinwohnern weggenommen haben, sondern Recuperation bedeutet auf der einen Seite genau das, wir haben das Land wieder, das ist wieder unser Land, aber Recuperation bedeutet auch Heilung, das Land wieder zu heilen, weil die Großgrundbesitzer, die bauen vor allem Monokulturen an, ne, um damit viel Geld zu verdienen. Kaffee oder große Rinderherden oder Baumwolle und all sowas. Während in einem ökologischen Ansatz hast du einfach, dass du mit der Mutter Erde lebst und Mutter Erde ernährt dich und du gibst auch zurück und so weiter. Und das sehen wir einfach ganz rein in der Praxis. In der Praxis Recuperación de la Tierra, also das Land auch wieder heilen und wieder in den Händen haben und mit der Mutter Erde leben. Das ist das eine Beispiel. Das andere Beispiel, was auch in die Klimagerechtigkeit geht, ist der Widerstand gegen Megaprojekte. Sei es jetzt der Widerstand gegen Monsanto und so weiter, die nämlich in Mexiko genmanipulierten Mais einführen und Spritzmittel und all diese Sachen. Und die Zapatistas leisten Widerstand ganz einfach, indem sie den eigenen alten Mais aufheben und wieder auspflanzen. Und in ihrer Milpa nicht nur den Mais haben, sondern alles, was sie so zum Essen brauchen und was Mutter Erde wachsen lässt. Manches braucht man gar nicht anpflanzen, sie lässt es wachsen. Na, so wie Mora Yerba und solche Sachen. Und das ist auch Widerstand eben gegen die, weil Monsanto kommt da wirklich jeden Tag angedackelt, ne, um den Leuten irgendwas Zeug zu verkaufen. Und aber auch gegen Autobahnbau, ne? Oder wir haben ja dieses Beispiel Tren Maya, ne, wird so als ökologisches Projekt auf, vorgezeigt, wo selbst die Deutsche Bahn mit involviert ist und viele aus anderen Ländern so. Und Industrialisierung wird eigentlich in Wirklichkeit sagt, es ist ökologisch, die Bahn, wunderbar, wir machen jetzt einen großen Zug, nein, nennen auch noch Maya-Zug, ne, berufen sich, also es ist eine Beleidigung für die Mayas. Aber die Leute leisten Widerstand dagegen, ne, damit dieser Zug eben nicht da gebaut wird, wo der Urwald abgeholzt wird. Also dieses Integrale, wir gehören zusammen, die Mutter Erde, die Tiere, die Menschen, das gehört alles in eins zusammen. Und das sehen wir also auch ganz rein praktisch in der zapatistischen Bewegung. Magst du noch was ergänzen?
Das ist auch ein Grund für die Reise, weil sie sagen, wir können diese Zerstörung der Erde nicht alleine aufhalten. Wir hier hinten im letzten Winkel Mexikos. Und sie sehen, dass die Erde zerstört wird. Und das ist einer der Hauptgründe, weshalb sie übrigens hierher kommen. Na, vielleicht für die, die es nicht wissen, es beginnt nächste Woche die Reise für das Leben, wo mehrere Dutzend, ich glaube insgesamt 180 Freundinnen und Genossinnen von der zapatistischen Bewegung nach Europa kommen werden und in verschiedene Städte fahren werden, um uns über ihren Kampf aufzuklären. Aber darüber werden wir am Schluss auch nochmal weitersprechen. Du hast jetzt ganz konkrete Beispiele gerade genannt, was die zapatistische Bewegung macht, um das Klima zu schützen. Agir, du warst auch längere Zeit in Rojava. Vielleicht kannst du auch noch ein, zwei, drei Sachen berichten, wie dort, wo die kurdische Freiheitsbewegung hegemonial ist, versucht wird, mit dem Thema umzugehen, ganz praktisch. Also die kurdische Freiheitsbewegung hat nicht den Anspruch, hegemonial zu sein. Sie hat eher den Anspruch, den Staat zurückzudrängen und das Land, die Orte, den Menschen wieder zurückzugeben. Also ökologische Beispiele. In Deutschland waren eigentlich, zunächst einmal hat man den Staat und alle kämpfenden Banden zurückgedrängt. Und das war eigentlich der erste Schritt, um ein anderes Leben aufzubauen. Und zwar hat man angefangen, sich in Kommunen, in Räten zu organisieren, in so Stadtteilräten. Ich meine, Derik ist so eine kleine Stadt mit 150.000 Einwohnern. Und die hatten über 80 Räte. Und jeder dieser Räte, an die Räte waren auch Kommunen, also Kooperativen, Kommunalökonomien angedockt. Und die sollten im Einklang der Gesellschaft und im Einklang der Natur sollten die Sachen produziert werden. Und das ist für Rojava sehr wichtig, dass es zusammen mit der Gesellschaft geht, dass die Sachen, die hergestellt werden, nicht abgekoppelt sind von der Gesellschaft. Nicht wie hier, wo Mercedes und BMW entscheidet, wie viel Natur zerstört wird, sondern die Menschen entscheiden selbst, was sie brauchen, was angeboten wird und wie viel. Ja, vielleicht kennt ihr auch noch die Kampagne Make Rojava Green Again, wo es darum ging, Geld zu sammeln, um Wiederbeforstung oder Wiederbewaldung, also ohne Forst, Forst ist ja ein sehr ökonomischer Begriff, also Wiederbewaldung von Teilen von Rojava wieder zusammen mit den verschiedenen lokalen Kommissionen, die Agir gerade angesprochen hat, durchzuführen. Die Zerstörung der Erde hängt nicht nur mit dem Kapitalismus zusammen. Das sagen sowohl die Zapatistas als auch die kurdische Bewegung, sondern ganz, ganz stark mit dem Patriarchat, das sich einbildet, könnte alles dominieren. Und dieses Denken hat unglaublich viel kaputt gemacht und das muss sich dringendst ändern. Ja, vielen Dank für die wichtige Ergänzung noch. Ich denke, das ist ganz richtig. Ich fand auch jetzt ganz interessant zu sehen, dass Agir so diese Beziehung, Subjekt-Objekt-Beziehung stark gemacht hat. Über die schreibt Öcalan auch sehr viel in seinem Manifest zur demokratischen Zivilisation. Sehr spannend, auch sehr komplex. Also am besten, man diskutiert es miteinander. Und ihr habt diesen Begriff integral gebracht. Also ich fand, das war auch wieder eine schöne, die integrale Beziehung des Menschen zur Natur, die eigentlich in dieser Subjekt-Objekt-Unterscheidung auch schon enthalten ist. Der zweite größere Themenblock, den ich gerne mit euch ansprechen würde, wären also eine sehr breite Frage, ihr könnt euch dann aussuchen, wie ihr sie beantworten wollt, was denn die Ansätze dieser beiden Bewegungen sind, um tiefgreifende revolutionäre Veränderungen in den Gesellschaften jeweils durchzuführen. Also wie sieht es ganz praktisch aus, was hat man für Ansätze, wie beginnt man dort und wie sieht es auch vielleicht in Chiapas und auch in Rojava aus? Ich würde das Wort geben an die Franzi. Also ich glaube, bei der kurdischen Bewegung ist es vor allem zentral, dass es eine Veränderung in der Gesellschaft ist. Also es geht darum, mit der Gesellschaft ein System aufzubauen, was alle Menschen befreien kann.
Und da hat Abdullah Öcalan das Paradigma des demokratischen Konföderalismus entwickelt. Und das kennen vielleicht auch einige von euch, weil es in Rojava umgesetzt wird und es sehr, sehr viel Solidarität weltweit hervorgerufen hat. Der demokratische Konföderalismus beruht auf drei Säulen. Das ist zum einen die Ökologie, die Basisdemokratie und die Frauenbefreiung. Und es geht eigentlich darum, das, was auch Agi eben schon gesagt hat, zu sehen, okay, das Patriarchat hat vor 5000 Jahren die Gesellschaft verändert. Es hat angefangen, Geschlechter aufzumachen, Frauen zu unterdrücken und diese Mechanismen wieder umzukehren. Und das muss vor allem bei uns beginnen, also bei jeder einzelnen Person, im Kopf, im Herzen und im Handeln. Also es geht eigentlich um eine Revolution des Bewusstseins, also dass wir selber verstehen, okay, wie ist denn das kapitalistische System, das kapitalistische Patriarchat in uns verankert? Wo handeln wir unökologisch? Wo handeln wir unterdrückend? Und da handeln wir hier als Menschen, die in Deutschland größtenteils leben und vielleicht auch hier aufgewachsen sind, mit Sicherheit nochmal auf eine ganz andere Weise unterdrückerisch als die Menschen in Kurdistan. Aber zu verstehen, wenn wir die Gesellschaft verändern wollen, dann müssen wir erstmal bei uns anfangen und anschlussfähig sein. Und es gibt eine Freundin, die mal eine Geschichte erzählt hat aus den Anfängen der kurdischen Freiheitsbewegung, die ich immer... Also die mir so voll viel die Augen geöffnet hat oder so. Und das war, dass sie erzählt hat, dass am Anfang es so war, dass man dann das Gefühl hatte, okay, wir haben jetzt eine gute Idee, Kurdistan ist eine Kolonie, wir befreien jetzt Kurdistan, wir gehen in die Dörfer und erzählen es den Menschen. Und dann gab es eine Person von der Bewegung, die in ein Dorf gegangen ist und gesagt hat, hey, übrigens, Kurdistan ist eine Kolonie, versteht es, wir befreien jetzt die Menschen. Und dann hat eine ältere Frau gesagt, unser Brunnen ist kaputt, mach erstmal unseren Brunnen. Und dann ist der Freund zurückgekommen und hat gesagt, hey, die Leute, die verstehen das nicht. Ich habe denen das erklärt, total gut, ideologisch, Kurdistan ist eine Kolonie, wir befreien jetzt die Menschen, aber sie kümmern sich nur um ihren Brunnen. Und dann hat er von den anderen Freunden die Kritik bekommen, hey, wenn die Menschen sagen, ihr Hauptproblem ist der Brunnen, dann geh jetzt dahin und wir reparieren den Brunnen, weil es geht darum, ein besseres Leben für die Menschen aufzubauen und dafür müssen wir die Probleme der Menschen kennenlernen, gemeinsame Lösungen entwickeln und diese Probleme dann gemeinsam lösen. Und genau, ich glaube, das ist so für mich das, was ich von der kurdischen Bewegung gelernt habe, sehr zentral als eine Perspektive, eine befreitere Gesellschaft aufzubauen. Ja, und einen Teil sieht man ja auch hier auf dem Camp, das wirklich von den Leuten selbst organisiert worden ist. Es ist auch so eine Art Teil oder Utopie, die wir hier realisiert haben, um zum Beispiel diesen Freiraum zu haben, um über dieses Thema sprechen zu können. Wie sieht es bei den Zapatisten aus? Okay. Ja, also die Zapatistas, das ist 1:1 übertragbar. Sie sind auch irgendwo im letzten Winkel im Urwald und 83 sind ein paar Revolutionäre gekommen, die wollten in die Berge gehen, wollten kämpfen, wollten eine Guerilla aufbauen, weil sie es halt nicht mehr ausgehalten haben in Mexiko. Nach 2 Jahren wären sie fast gescheitert, weil sie haben die Sprache nicht gekonnt, sie wussten nicht, was sie im Urwald essen können, wie das, also es war eher, sie waren halt verhungert. Und dann haben sich die Indigenas an sie gewendet und haben ihnen gesagt, hier, schön gut, was ihr sagt, aber das waren Marxisten, Leninisten, ein bisschen Maoisten. Wir verstehen keinen Ton von dem, was ihr sagt. Wir haben keine Ahnung, was ihr meint, aber ihr seid bestimmt nette Leute. Ja, und dann haben sie sich darauf geeinigt, dass erstmal die Sprachen gelernt werden und dass dann auch die Kultur und die Geschichte der indigenen Bevölkerung da auch mal begriffen werden muss, weil die ist nämlich so damals schon gewesen, dass sie zum Beispiel sehr viel Gemeinschaftsbesitz hatten. Also die Dörfer, das Land gehört allen und es wird bearbeitet von Bauern und der Ertrag gehört dem, der es bearbeitet und wenn er es nicht mehr bearbeitet, fällt es ins Dorf zurück.
Was nicht so gut geklappt hat vorher, ein paar Jahrhunderte lang nur, das war die Situation der Frauen. Und deshalb war auch das erste revolutionäre Gesetz, das die Zapatistas gemacht haben, das revolutionäre Frauengesetz. Das hört sich für uns banal an, aber das war ein Riesenfortschritt. Frauen können überall sprechen. Es gab in den Dörfern meistens nur einen Menschen, der Spanisch sprach, und das war immer ein Mann. Die Frauen können die Dörfer, die Häuser verlassen, nehmen bei jeder Abstimmung gleichberechtigt teil, können entscheiden, wie viele Kinder sie haben. Und vor allem, es gibt ein Drogen- und Alkoholverbot mit der Begründung, wenn die Typen saufen, dann geben sie unser weniges Geld aus und sie werden aggressiv und die Prügel kriegen Frauen und Kinder, wollen wir nicht. Und Drogen, da liegen sie in der Hängematte und die Frauen können eh alles machen. Da haben wir keinen Bock drauf, also ist das Frauengesetz. Und auch an dem Punkt sieht Mensch, das geht um die Bedürfnisse, um die Notwendigkeiten in der Gemeinschaft und es ist ganz ähnlich wie in Kurdistan. Ich glaube, jede revolutionäre Bewegung fängt an, damit ich das Bedürfnisse der Menschen wahrnimmt und nicht von außen kommt und sagt, so, und das müsst ihr jetzt gut finden. Das klappt nie. Und es ist egal, wo man hingeht. Es gibt mittlerweile halt eben die, seit 1994 nach dem Aufstand, wird die Autonomie aufgebaut und die ist basisdemokratisch. Auch der Aufstand wurde basisdemokratisch entschieden von allen, also von Frauen, Männern und Kindern ab 12. Es gibt nur Abstimmungszettel aus der Zeit, wo alle abgestimmt hatten. Das sind wir dafür. Und in dem klaren Bewusstsein, was das bedeutet, in dem klaren Bewusstsein, dass man es nicht überleben muss. Und diese Basisdemokratie, diese Autonomie der Dörfer ist stark verankert. Es gibt eine Trennung von der militärischen und der zivilen Struktur. Die militärische Struktur hat gefragt, wie sollen wir weitermachen? Sollen wir einen politischen Prozess machen? Sollen wir die Waffen abgeben? Sollen wir die niederlegen? Es wurde eine mexikoweite, glaube ich, Abstimmung gemacht. Und das Ergebnis war, legt die Waffen nieder, geht den politischen Weg ab, aber gebt bloß die Waffen nicht ab. Und genau so haben sie es auch gemacht. Und mittlerweile gibt es in jedem Dorf, fast in jedem Dorf, eine kleine Gesundheitsstation. Es gibt Krankenhäuser, selbst organisiert. Es gibt Schulen bis zur, Sekundarstufe 2 einschließlich. Und in diesen Schulen wird der Lehrinhalt zum Beispiel von den Eltern und den Kindern und den Lehrern und der politischen Führung mit gemeinsam bestimmt. Also es werden die indigenen Sprachen gelehrt, die indigene Kultur gelehrt, weil es ist ein Punkt, dass sehr vieles von diesem Gemeinschaftsdenken verloren gegangen ist durch den Kolonialismus, die 500 Jahre. Bitte? GebärdendolmetscherInnen zufällig anwesend? Oder weiß jemand, wo sie leiden? Schade. Ich glaube, die Gebärdendolmetscher werden geholt, oder? Romy? Ja, ja. Ja, okay, super. Okay, mittlerweile ist das ein Beispiel für ganz viele Widerstandsbewegungen in Mittel- und Südamerika. Viele beziehen sich auf die Zapatistas, auf den emanzipatorischen Ansatz und auf den basisdemokratischen Ansatz, der sehr, sehr ernst genommen wird. Und nicht nur in Mittel- und Südamerika, sondern auch hier. Ich vertrete den hundertprozentig für hier, nicht für die Zapatistas. Weil ich da drin unsere einzige Möglichkeit sehe, weiterzukommen. Vieles andere ist gescheitert und hat ganz viel Menschenleben gekostet und ganz viel, ja, gekostet einfach. Und ich glaube, wenn wir es lernen, basisdemokratisch in der Gesellschaft, nicht nur in unserer linken Blase, anzufangen, Entscheidungen zu treffen und was anders zu machen, dann haben wir eine gute Perspektive. Ich will kurz einfach noch zwei interessante Sprüche der Zapatistas erwähnen. Das eine ist gehorchend regieren und was das auch in der Praxis bedeutet, nämlich ganz anders als wir es sonst so kennen, gehorchend regieren. In der Praxis eben auch, ja, das Volk befiehlt und die Gewählten, die. Und in der Praxis erlebst du das auch wirklich so, du gehst dahin und willst da irgendwas mit den Zapatistas besprechen und sie haben also praktisch ihre Strukturen gewählt
Sie nennen das dann die Juntas de Buen Gobierno, also ihre gewählten Regierungen, die auch jederzeit abwählbar sind und auch gewisse Rotationsprozesse haben. Und was ich erlebt habe, ich nehme einen Journalisten mit, der stellt ein paar Fragen, die sagen, okay, komm in 2 Wochen wieder, dann kriegst du die Antwort. Ne? Wir besprechen das erstmal miteinander. Ne? Und einen anderen interessanten Spruch finde ich diesen, es gibt noch viele, aber einen anderen, den ich auch interessant finde, ist dieses Fragen gehen wir voran. Wir haben nicht die Lösung im Kopf. Und auch das hat viel damit zu tun, dass Sie hierher kommen, nicht um uns zu sagen, wo es lang geht. Fragen gehen wir voran, wir müssen gemeinsam auf dem Weg überlegen, wo geht's weiter. Es gibt hier vorne auch noch ein paar Sitzplätze, wenn ihr die außerhalb des Zeltes stehen auch noch reinsetzen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Man kann sich hier auch auf den Boden setzen, der ist nicht nass, weil das Zelt zum Glück hier drüber stand. Du hast was gesagt von einem revolutionären Frauengesetz, also auch, dass die Frauenfrage ganz zentral, oder die Befreiung der Frau, Frauenfrage hört sich furchtbar an, die Befreiung der Frau ganz zentral ist. Wahrscheinlich wisst ihr, dass es auch für die kurdische Freiheitsbewegung so ist. Warum ist das so und wie hat sich diese Einsicht durchgesetzt? Genau. Wir hatten es ja jetzt schon ein paar Mal, dass quasi in der kurdischen Bewegung die Entstehung des Patriarchats vor 5000 Jahren als der Beginn von Unterdrückung und der Trennung zwischen Objekt und Subjekt angesehen wird. Das heißt eigentlich die Unterdrückung der Frauen und der Natur. Die kurdische Bewegung oder die kurdischen Frauen bezeichnen sich übrigens selber als Frauen. Und deswegen nehme ich auch das Wort Frau. Wenn ich für uns hier sprechen würde, würde ich immer von Flinter sprechen. Also es ist nicht meine Aufgabe, das zu hinterfragen, wie sich die kurdischen Frauen in Kurdistan benennen. Deswegen spreche ich hier auch von Frau, um das einmal quasi euch zu sagen. Genau, und die Unterdrückung der Frau durch das Patriarchat wird somit als der Moment gesehen, wo alle anderen Unterdrückungsformen auch möglich geworden sind. Und deswegen braucht es die Befreiung der Frau, um auch die Gesellschaft befreien zu können. Das ist auch ein bekanntes Zitat von Abdullah Öcalan. Eine Gesellschaft kann nur so frei sein wie die Frauen in ihr. Und das zieht sich mittlerweile eigentlich durch sämtliche Strukturen der Bewegung, die ich kennenlernen durfte. Also es gibt überall die autonome Organisierung von Frauen, das heißt ausschließlich Frauen organisieren sich ohne Männer. Es gibt ein Co-Vorsitzenden-Prinzip in allen Strukturen, also es gibt immer einen Mann und eine Frau, die zum Beispiel in Räten oder in Kommunen oder in anderen Gremien und Institutionen die Leitung darstellen. Es gibt vor allem auch die Forderung an die Männer, sich zu verändern. Also es reicht nicht aus, wenn sich alle Frauen autonom zusammenschließen und die Männer machen es dann auch autonom, sondern es braucht auch die Tötung und Veränderung des dominanten Mannes, also auch die patriarchalen Werte, die einem in einer männlichen Sozialisation mitgegeben werden, zu hinterfragen und abzulegen. Und genau, ich würde sagen, dass das für mich persönlich auf jeden Fall was war, was mich sehr berührt hat oder was für mich eine ganz, ganz enge Verbindung hergestellt hat. Dieses, was bedeutet es eigentlich, sich autonom zu organisieren als Frauen? Und das wird sehr, sehr radikal durchgezogen in der kurdischen Bewegung. Da können wir uns auf jeden Fall noch eine Scheibe von abschneiden. Und mittlerweile ist es auch so, dass die Frauen eigentlich die voranschreitende Kraft der Revolution sind. Ja, wahnsinnig spannend. Ich war selber auch mal in Rojava und habe auch dort gesehen, es gibt ja mittlerweile eigene Kurse oder Seminare oder ja, Seminare für Männer, die zum Beispiel denen vorgeworfen wird, dass sie ihre oder die, die ihre Töchter nicht studieren lassen wollen und so weiter, die müssen dann auf Kurse gehen, um dominanten Mann in sich selbst klein zu machen. Ich habe noch mal eine, wir haben ja natürlich so ein bisschen die Fragen im Vorfeld abgesprochen, damit ihr euch so ein bisschen vorbereiten könntet, aber ich will jetzt doch noch eine Frage bezüglich Basisdemokratie und Hegemonie stellen, weil ich die ganz spannend finde, weil das natürlich nicht so einfach ist, weil du hast gesagt, wir lehnen Hegemonie ab. Ich will ein Beispiel aus Raqqa bringen. Raqqa ist eine arabisch dominierte Stadt
in der Wüste Syriens, gehört mittlerweile zum Gebiet der autonomen Administration Nord- und Ostsyriens, so heißt Rojava in der Institutionensprache, und ist eine sehr konservative Stadt. Es ist auch, war früher die sogenannte Hauptstadt des, der IS-Terrormiliz und so weiter. Und da wurde versucht, vor einem Jahr ein neues Schulbuch einzuführen für die Ausbildung der Schülerinnen und Schüler dort, die dort zur Klasse gehen, in den Unterricht gehen. Und in diesem Schulbuch wurden auch teilweise die Ideen der Frauenbefreiung und der Frauenemanzipation der kurdischen Freiheitsbewegung dargestellt. Also so ganz einfach, dass in dem Buch auch Bilder von Frauen drin waren, die keine Kopftücher hatten. So, und dagegen gab es riesigen Protest von den immer noch sehr konservativen Strukturen in der Stadt, auch um Deir ez-Zor, das ist nochmal ein bisschen weiter weg von Raqqa, also, aber in diesem Gebiet, die gesagt haben, wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass die Frauen so dargestellt werden. Und die Entscheidung der Selbstverwaltung war dann zu sagen, okay, dann ziehen wir die Bücher zurück und überarbeiten das Konzept des Lehrbuchs nochmal. Ich weiß nicht, wie das Ergebnis war, aber das widerspricht jetzt sozusagen meinem Anspruch. Also das widerspricht meinem Anspruch, dass dann dort nur Frauen dargestellt werden mit Kopftuch. Wie geht man mit so einem, also das ist aber ja dann auch wieder auf der anderen Seite basisdemokratisch, wenn die Leute, und der Druck war groß auf der Straße, wie ich es gelesen habe, ich war selber nicht dort, wenn die Leute so entscheiden, wie es eigentlich den Ansprüchen eines revolutionär denkenden Menschen widerspricht, was macht man da? Die Frage geht an beide Richtungen, weil ich glaube, ja, das ist auch in Chiapas ähnlich. Ja. Es fallen keine Revolutionäre vom Himmel, also das ist schon mal klar. Das sind Prozesse, das sind Emanzipationsprozesse, die werden aber auch befeuert. Das ist auch, das ist klar. Ne? Also es gibt Widersprüche. Zum Beispiel die Männer sind nicht wirklich begeistert davon, dass sie also nicht mehr mit ihren Frauen, nicht mit ihren Frauen vor allem, so umgehen können, wie das so ein paar hundert Jahre passiert ist. Wenn ein Mann eine Frau schlägt, gibt es, also man muss das dazu sagen, die Zapatistas haben ein anderes Strafsystem als wir, haben andere Kriterien. Es geht da nicht um Strafe, sondern um Wiedergutmachung. Und ich habe es erlebt, dass ein Mann, dass gesagt wurde, er hat seine Frau geschlagen. Und es war bei der Versammlung vom Dorf. Und der Mann musste sich dann in die Mitte stellen und wurde von allen angeguckt. Das hört sich für uns sehr seltsam an. Wieso ist doch keine Strafe? Doch. Das ist tatsächlich, er ist geoutet als einer, der schlägt. Und alle wissen es jetzt. Und es war für ihn ganz schlimm. Und es war ganz wichtig für die Frau, dass alle sich auf ihre Seite gestellt haben. Das ist unglaublich. Was ich aber wichtig finde, im Gegensatz von Basisdemokratie und Hegemonie, von Anfang an haben die Zapatistas zum Beispiel gesagt, es ist nicht nötig, die Welt zu erobern. Es genügt, sie neu zu schaffen, durch uns heute. Und zwar nicht von oben, sondern eben von unten, das neu aufzubauen. Es ist also für mich zum Beispiel in meinem Denken auch zentral. Das macht alle Kriege weg. Und die andere Sache ist noch, wir haben am Anfang einen Fehler gemacht hier in Deutschland. Wir haben Humanidad übersetzt mit Menschlichkeit. Und die Zapatistas haben den Aufstand gemacht gegen den Neoliberalismus für Humanidad. Und wir dachten Menschlichkeit. Mittlerweile wissen wir es besser. Humanidad heißt Menschheit. Und es geht darum, diese ganzen Machtverhältnisse zu brechen. Alle, die dazu führen. Sonst können wir es nicht verändern. Sonst reproduzieren wir. Ja, wahnsinnig spannend, auch diese unglaublichen Gemeinsamkeiten mit der kurdischen Freiheitsbewegung, auch diese Konsens, diese Wiedergutmachungsstrategie. Es gibt in Rojava auch diese Friedens- und Konsenskomitees, wo solche gesellschaftlichen Konflikte gelöst werden. Mega spannend. Aber was sagst du, Agir, zu meinem Konflikt? Also es waren nicht nur die rückständigen Leute aus Raqqa, die demonstriert haben, es waren auch die fortschrittlichen Kräfte in anderen Städten, die gesagt haben, hey, wir wollen kein Kurdisch. Also kurdische Leute, gesagt haben, wir wollen Karriere machen und wenn wir auf Kurdisch lernen, dann können wir keine Karriere machen im System. Und ich glaube, diese Widersprüche im Aufbau einer neuen Gesellschaft müssen wir ertragen. Und die zeigen auch, wie wichtig es ist, mit allen Menschen zu sprechen und Menschen zu überzeugen. Wenn wir
wenn wir von Revolution sprechen, dann sprechen wir nicht von Revolution für ein System, für eine Partei oder für eine Hierarchie, oder für eine hierarchische Gesellschaft, eine Struktur, sondern wir sprechen für eine von einer Revolution für die Menschen. Und die Revolution ist dann vollbracht, wenn wir alle Menschen überzeugen. In Deutschland ist es auch nicht so, dass wir das Geld abgeschafft haben. Das Geld gibt es auch noch. Es gibt auch noch Autos. Es gibt auch noch ganz, ganz viele andere Produkte, Sachen, die eigentlich aus dem Kapitalismus kommen. Aber um die abzuschaffen, um wirklich ein eigenes System aufzubauen, muss die Revolution überall stattfinden und müssen die Menschen gewonnen werden. Rosa Luxemburg Stiftung sagte, in Deutschland, es gibt ungefähr 10% Kommunisten in Deutschland und es gibt 10% Kapitalisten, und diese 10% jeweils wollen immer diese 80%, die dazwischen sind, einfach beherrschen und denen sagen, was sie zu tun haben. Und das wollen wir nicht. Wir wollen keine Revolution von 5 oder 10 oder 20%. Wir wollen eine Revolution von allen Menschen zusammen. Die sollen alle gemeinsam entscheiden. Und dafür müssen auch Widersprüche, von diesen Widersprüchen, von diesen Problemen, die beim Aufbau entstehen, lebt auch die Demokratie. Und dadurch kann man auch gemeinsam ausloten, wo der Weg hingehen muss und wo wir auch ansetzen müssen gemeinsam. Also müssen die Frauen selber gegen ihre Kopftücher kämpfen. Und ich glaube, die Frauen müssen selber sich so weit organisieren, wenn sie keine Kopftücher mehr tragen wollen, müssen sie dagegen kämpfen, dass sie sie tragen müssen. Das muss von den Frauen ausgehen, glaube ich. Ich meine, es ist auch in Chiapas und bei den Zapatistas nicht alles immer so, dass es so glänzt und alles so funktioniert wie gewünscht sozusagen. Ne? Zum Beispiel gibt es die Idee, dass in den Regierungsstrukturen der Zapatistas Männer und Frauen gleichwertig und auch zahlenmäßig gleich drin sind. Und traditionell ist es so, dass die Frau eher an zu Hause gebunden ist, also von der Tradition her, die Kinder versorgt, den Mann, die Tiere versorgt. Und viele Frauen selbst gar nicht bereit sind, oh, jetzt soll ich hier rausgehen, weggehen von meiner Familie, auch nicht immer so einfach, ne? Also manchmal sind es die Väter oder die Männer, die es blockieren, aber manchmal sind es auch die Frauen selbst, die sich nicht trauen. Und von daher, es sind alles Prozesse, und ich glaube, das, was Uli sagte, sie müssen selbst gegen ihr Kopftuch kämpfen oder eben nicht. Es sind vor allem die Frauen selber, wenn die es in die Hand nehmen, und das sehen wir schon in Chiapas recht viel, ne? Und was ich auch spannend finde, dass sie sehr viel auch die Jugendlichen mitgenommen haben. Denn wir sehen jetzt ganz aktive Jugendliche, die den Aufstand gar nicht miterlebt haben, die die Unterdrückung, die vorher war, auch nur aus den Erzählungen der Eltern kennen und die trotzdem weiter aktiv mit dabei sind. Und nämlich gleichzeitig bedeutet es auch oft auch viele Tentaciones, oder wie sagt man dieses, was uns der Kapitalismus immer so schmackhaft anbieten will. Verlockungen, genau, auf diese Verlockungen auch mal zu verzichten, die immer da sind, ne? Weil das machen die Kapitalisten, die locken uns mit Süßigkeiten und allen möglichen Krams, ne? Ja, wir sprechen jetzt ungefähr 40 Minuten. Ich würde eine letzte Frage, wo ihr jeweils einmal kurz antworten könnt, und dann gehen wir ins Publikum, damit ihr euch auch endlich beteiligen könnt. Obwohl es eine große Frage ist, also was können wir ganz konkret von den Kämpfen in Chiapas und in Kurdistan für unsere Kämpfe hier lernen? Versucht es vielleicht auf ein, zwei Sätze runterzubrechen. Und dann könnt ihr fragen oder ihr sagen, was ihr gelernt habt, oder fragen, was ihr lernen wollt. Ich glaube, was wir von beiden Bewegungen lernen können, ist, was es eigentlich bedeutet, einen internationalistischen Kampf zu führen. Dass es nämlich ein globales System ist, was uns alle unterdrückt, was alle Menschen unterdrückt, die entweder nicht in die kapitalistische Verwertungslogik passen oder dagegen ankämpfen. Und dass das, wogegen die Menschen in Kurdistan kämpfen, dass das, wogegen die Menschen in Chiapas kämpfen, eigentlich genau das gleiche System ist, weswegen wir hier alle bei diesen Camps sind.
und dass eigentlich überall dieses System Krieg gegen uns führt und das sich ganz unterschiedlich äußert. Also ich würde sagen, dass so wie die Frauen in Kurdistan unterdrückt werden, so werden auch Flinters hier in Deutschland unterdrückt, aber es äußert sich halt anders. Hier hat das ganze Patriarchat vielleicht noch ein bisschen liberalere Maske, aber das System ist eigentlich ein anderes. Ist eigentlich das gleiche, Entschuldigung, ist genau das gleiche weltweit. Also das kapitalistische Patriarchat macht halt keinen Halt vor irgendwelchen Staatsgrenzen. Und ich glaube, dass die Bedeutung von dem internationalistischen Kampf und dass wir Kämpfe verbinden müssen, haben diese beiden Bewegungen so tief verinnerlicht. Und davon können wir noch ganz viel lernen, glaube ich, hier als Menschen, die eben hier im Herzen der Bestie kämpfen. Also ich würde mich dem auch anschließen und vielleicht auch noch hinzufügen, eben auf manche Verlockungen zu verzichten, die uns der Kapitalismus anbietet, und noch hinzufügen, wie wichtig es ist, die internationale Vernetzung, aber auch die Vernetzung von sozialer Gerechtigkeit und Umweltschutz. Das gehört einfach zusammen. Es kann keine soziale Gerechtigkeit geben, wenn die Mutter Erde zerstört wird, und es kann auch keine wirkliche Rettung der Mutter Erde geben, wenn wir nicht endlich soziale Gerechtigkeit schaffen. Was wir lernen können, ich glaube, wir müssen lernen, Fehler zu machen. Oft sind wir in Deutschland so als Linke, dass wir in der Theorie und so weiter alles erfassen wollen. Danach vielleicht sind wir irgendwann bereit, irgendwas zu machen. Vieles von dem, wir kennen die neue Welt nicht. Wir werden die neue Welt erst kennenlernen, wenn wir sie aufbauen. Und ich glaube, wir müssen uns darauf einlassen, dann wird es uns auch gelingen. Wir müssen viel, viel mehr an uns glauben und das, was in Rojava oder das, was in Sherpas möglich ist, ist auch überall auf der Welt möglich, wenn unser Glaube und unser Wille stark genug sind. Also erstmal stimme ich komplett zu. Was ich zuerst von den Zapatistas gelernt habe, war keine Angst mehr vor Fehlern. Fehler machen ist normal, können wir daraus lernen, nur wenn man so 3 oder 5 Mal macht, dann wird es langsam peinlich. Aber so 1-2 Mal ist schon okay. Und es gibt den Weg nicht, den müssen wir selber machen. Von daher werden wir auch Fehler machen. Und dann wissen wir genau, so lang müssen wir nicht mehr gehen. Die andere Sache, die ich von ihm gelernt habe und die ich für mich sehr wichtig fand, war nicht unbedingt Recht haben, sondern zuhören. Ganz viel zuhören und allen anderen mit Respekt begegnen. Ich komme aus der autonomen Bewegung. Dieses Durchpowern von Positionen, wer am lautesten hat, hat am rechtesten. Wer am lautesten spricht, hat am rechtesten. Das mache ich nicht mehr mit. Also ganz konsequent. Das habe ich auch von Ihnen gelernt. Internationalismus ist für mich extrem wichtig. Es gab mal eine Zeit, wo die Leute gesagt haben, kann ich nicht, da können ja Arschlöcher dabei sein. Stimmt. Aber ich kämpfe nicht mit ihnen, weil sie keine Arschlöcher sind. Das sind nämlich auch Menschen. Sondern ich kämpfe, weil sie Unterdrückten sind. Deshalb bin ich solidarisch mit ihnen. Die Bekämpfung von Dogmatismus und Hierarchien, das ist auch was ich gelernt habe. Und das ist mir auch unglaublich wichtig. Weil das macht sehr viel auf, sowohl in dem eigenen Denken, als auch in dem Zusammenleben und im Gemeinsamen. Das war ein bisschen runtergehaspelt, vielleicht konnte man es ja verstehen. Was habe ich noch? Das letzte nochmal. Dogmatismus und Hierarchien sind historisch gescheitert. Sag ich mal. Ja, vielen Dank. Ich glaube auch, dass dieses Camp ja hier ein Beispiel dafür ist, wie man zusammenarbeiten kann, weil hier doch auch sehr viele unterschiedliche politische Strukturen sind und es im Großen und Ganzen relativ gut geklappt hat. Ich würde jetzt
das Wort an euch übergeben. Mein Vorschlag ist auch aus Infektionsschutzgründen, dass wenn wir uns anstecken, dass nur wir fünf uns anstecken, dass ihr das Mikrofon nicht bekommt, sondern ihr sagt die Frage, wenn es laut genug ist, passt, und wenn nicht, dann wiederhole ich sie hier am Mikrofon. Oder das Kommentar. Also am besten keine Co-Referate halten, sondern kurze Fragen oder kurze Statements bringen. Genau. Wer stellt die Eisbrecherfrage? Ja. Ich habe jetzt ein bisschen Schwierigkeit, diese Frage zu formulieren, aber immer wenn man gelernt hat, sagen wir mal, zusammenzuleben und man baut sich sozusagen immer weiter auf als Zivilisation, gibt es irgendwann einen gewissen Punkt, wo man sozusagen einschnappt und dann wieder dieses kapitalistische Verhalten hat, sag ich mal so, wo der Besitzertum auf einmal sehr wichtig ist für eine bestimmte Person. Und da ist jetzt meine Frage halt, ist es schon mal vorgekommen in den Bewegungen und wie ist man damit umgegangen? Also die Frage war, wie man kapitalistisches Verhalten, wie man damit umgeht in den Bewegungen, nachdem sie eine gewisse Größe erreicht haben, so ungefähr. Genau. Ich würde sagen, wir sammeln noch zwei andere Fragen und dann könnt ihr euch nämlich auch Gedanken machen währenddessen. Wo ist eine? Genau, ja. Ihr habt ja davon erzählt, dass es ja Seminare in Potsdamer gibt für Männer, die nicht einsehen, dass ihre Töchter studieren können oder so. Zeigen diese Seminare Wirkung? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Männer einfach abschotten und einfach da rein, da raus. Also gibt es da wirklich, das funktioniert, wie wird das geschafft, dass die Leute zuhören? Also die Frage war, ob die Seminare, auf die Männer in Rojava geschickt werden, um ihre eigenen Männlichkeitsvorstellungen zu überdenken, ob die Wirkung zeigen oder ob die einfach nur abschotten. Noch eine letzte Frage. Ja, oder es haben jetzt nur Männer geredet. Will keine Flinter sprechen mehr? Okay, dann du. Ja, also wir haben jetzt etwas gehört über die kurdische Freiheitsbewegung. Ich wollte fragen, ob meine Frage wäre, wenn man jetzt über die kurdische Freiheitsbewegung nachdenkt im Nahen und Mittleren Osten, ob es auch andere Regionen gibt und auch andere kurdische Regionen, also im Irak, der Türkei und im Iran, die sich auch bei Rojava was abgucken und ob, ob diese Vorbildfunktion auch praktisch umgesetzt wird in der Umgebung. Also die Frage war, ob Rojava nicht nur ein Vorbild für uns hier als Linke im Westen ist, oder, sondern auch für andere kurdische Regionen. Kurdistan ist ja in vier geteilt, Iran, Irak, Syrien, Türkei, ob dort es auch eine Vorbildfunktion hat für die Menschen dort. Genau. Zur letzten Frage fangen wir gleich an. Du magst antworten. Genau, weil ich glaube, man kann die vier Teile Kurdistans nicht voneinander trennen. Also das, was in Rojava entstanden ist, das gehört untrennbar mit den anderen drei Teilen Kurdistans zusammen. Also Kurdistan ist auf vier Staaten aufgeteilt. Auf den Irak, auf Syrien, Türkei und Iran. Und Rojava ist das Gebiet in Syrien. Und es ist aber zum Beispiel untrennbar mit dem Widerstand der Guerilla in den befreiten Bergen Kurdistans in Südkurdistan verbunden. Und ich glaube, dass es auch was ist, was wir hier sehr oft machen, nämlich so Rosinen picken von der kurdischen Bewegung. Also wir sind super solidarisch mit Rojava. Aber wenn es um die Freiheit von Abdullah Öcalan geht oder wenn es um die Aufhebung des PKK-Verbots geht, dann machen wir so eine Trennung auf. Aber das ist nicht voneinander zu trennen. Also es gehört alles miteinander zusammen und Solidarität mit Rojava heißt zum Beispiel automatisch auch immer Solidarität mit Abdullah Öcalan. Und deswegen kann man quasi nicht sagen, dass sich die anderen drei Teile Kurdistans sich, also was von der Revolution in Rojava abschauen, weil sie Teil davon sind. Also sie sind Teil dieser Revolution, auch wenn sie vielleicht nicht in jedem Dorf stattgefunden hat, aber es ist alles untrennbar miteinander verbunden.
Bitte? Zu welcher Frage? Mit den verschiedenen kleinen Kurdistans. Ich habe eine sehr spannende Diskussionsrunde gerade am Lauf, also wir. Und zwar Junge und Alte. Und das geht auf Initiative von iranischen Kurden zurück. Es sind ältere Männer. Und die leben seit 40 Jahren hier, sind also im Exil. Und sagen, sie kennen das hier nicht. Sie können es nicht verstehen, was hier passiert. Und erzählen aber vom Iran. Und wir gehen jeden Samstag auf die Straße mit iranischen Kurden, aber auch anderen iranischen Leuten, weil es gibt sehr viele kurdische iranische Gefangene, die werden übelst gefoltert und es gibt eine große Solidarität in allen Teilen Kurdistans. Ich finde schon, dass wir die Trennung, die von Imperialisten gemacht worden ist, nach dem Ersten Weltkrieg oder während des Ersten Weltkrieges, dass wir die eigentlich nicht aufrechterhalten sollten und auch nicht aufrechterhalten können. Zur ersten Frage. Also klar gibt es, haben wir alle, kapitalistische Eigenschaften. Der Kapitalismus ist nicht, du bist Milliardär und dann bist du Kapitalist. Kapitalismus ist eine Eigenschaft, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, wie unser Verhältnis zu Umwelt, zu Natur ist. Und es ist ein ständiger Kampf, auch das abzulegen. Genauso wie wir das Patriarchat ablegen müssen, so müssen wir auch unterdrückerische, keine Ahnung, kapitalistische Eigenschaften von uns ablegen. Und zur letzten Frage. Das, was in Rojava aufgebaut wird, wurde auch vorher in Nordkurdistan, in Bakur versucht, aber es war auch sehr erfolgreich und wurde aber vom Staat zerschlagen. Nach dem Aufbau der Struktur in Nordkurdistan wurde die AKP-Regierung, also Erdogan, wurde abgewählt und um seinen Niedergang zu verhindern, hat er die Strukturen dort zerschlagen. Er hat mehr als 100 Bürgermeister, die gewählt wurden, durch Zwangsarbeit ersetzt und Zehntausende von Menschen, die politisch aktiv waren, in der HDP oder in der Kommunalverwaltung, sind ins Gefängnis gelandet. Und diese Strukturen werden auch in Russland wird versucht und in anderen Teilen der Welt wird versuchen wir es auszubauen. Auch in Europa versucht die kurdische Freiheitsbewegung, demokratische Strukturen aufzubauen, also Selbstverwaltung, Rätestrukturen aufzubauen. In Deutschland gibt es über 80 Räte. Zu der zweiten Frage. Also das, was ich gesehen habe, sind keine Seminare oder Kurse, sondern es gibt Malajna, das sind so Frauen, die sich selbst organisiert haben und sich um die Belange der Frauen kümmern. Und wenn eine Frau sich beschwert, ähnlich wie Uli schon gesagt hat, in Chiapas, genauso funktioniert es auch in Deutschland, dann muss sich der Mann, der jetzt zum Beispiel der Tochter verbietet, in die Schule zu gehen, der muss dahin und Rede und Antwort stehen. Und er ist dann als Mann ist er alleine und alle Frauen argumentieren dann natürlich für die Frauen. Und das hat massive Auswirkungen natürlich. Ja. Der Typ möchte nicht ein zweites Mal dahin. Und natürlich reicht das auch nicht, dass man nur mit es institutionalisiert, in bestimmten Orten das Kopf hoch, sondern es muss eigentlich gesellschaftlich, die Menschen, es muss zur Normalität werden. Ich wollte auch was zu der ersten Frage sagen mit dem kapitalistischen Verhalten. Ich komme ein bisschen auch zu schauen, was ist kapitalistisches Verhalten. Und ich glaube, vieles davon steckt in uns Menschen auch drin. Ne? Und ich habe in Chiapas das auch unterschiedlich erlebt. Also so ein extrem kapitalistisches Verhalten ist zum Beispiel Korruption. Und da habe ich wirklich erlebt, dass sie Strukturen haben, um dem vorzubeugen. Zum Beispiel gibt es Leute, die bringen solidaritätsmäßig Spenden. Ne?
Früher haben sie ihre Spenden dorthin gebracht, genau wo sie es hinhaben wollten. Jetzt gibt es die Caracoles, diese Strukturen der Zapatistas, weil die sagen, wir wollen innerhalb der Bewegung sehen, wo ist es am nötigsten gebraucht. Und ich habe wirklich erlebt, wenn jemand eine Spende hinbringt, das wird das Geld genau gezählt und an die Wand geschrieben, ja? Damit wirklich keiner sich was einsteckt. Und wir in meinem Verein, der Internationalen Friedensdienst, haben immer so Bulletines verteilt und haben die auch in den Caracoles abgegeben. Und wir konnten die nicht einfach so abgeben. Wir mussten also uns da anmelden und warten und bis wir zum Junta de Buen Gobierno hinkommen. Und dann haben die auch alles genau gezählt, an die Wand geschrieben, wie viel wir abgegeben haben. Also das ist zum Beispiel innerhalb ihres Systems, weil sie wissen, Korruption ist menschlich und wir wollen das schon durch diese Strukturen verändern, ne? Verhindern. So. Oder auch dieses gehorchend Regieren ist ja auch schon mal so ein Schritt, dass Leute abgewählt werden, wenn sie nicht diese Prinzipien selber einhalten. Und doch kommt es natürlich vor, auch Machtverhalten und so, ne? Und ist, was sehr viel vorkommt, und das ist auch, dass dieses menschliche Kapitalismusverhalten, das nutzt die Regierung auch, um die Menschen zu spalten, die Dörfer zu spalten. Ich war viel auch in Dörfern, wo Leute mir erzählt haben, sie waren mal Zapatistas, sind es aber nicht mehr. Als nämlich 1994 die Recuperación de la Tierra begann, da haben viele arme Campesinos, die nicht so politisiert waren, sich angeschlossen den Zapatistas. Aber eben mit dem Ziel, wir haben jetzt auch eigenes Land, ne? Und dann nutzt die Regierung kapitalistisches Gedankenverhalten und geht hin zu den Leuten und sagt, ihr könnt euer Land behalten. Ihr kriegt sogar einen Titel, das ist jetzt privat euer Land, da seid ihr ganz sicher, dass ihr das Land behalten könnt, ne? Ihr kriegt noch eine Kuh dazu geschenkt oder irgendwas. Aber mit den Zapatistas habt ihr jetzt nichts mehr am Hut, ne? Im Gegenteil sogar. Ihr müsst euch organisieren gegen die Zapatistas, weil das sind die Bösen. Und ich habe wirklich Dörfer besucht, wo die Leute sagen, wir gucken immer, was für uns gerade am günstigsten ist. Das ist auch ein kapitalistisches Verhalten, ne? Und da ist wirklich auch, wir haben nicht überall die Einigkeit, wir haben ganz viel diese Spaltungen, auch durch dieses... Uli möchte noch was sagen. Es ist auch eine Strategie, also das ist Krieg niederer Intensität. Den Leuten was schenken wollen. Deshalb ist es für Zapatistas verboten, von der Regierung irgendwas zu nehmen und nicht nur von der mexikanischen. Wir sind in alle Caracoles gegangen, es sind hier in Deutschland Spenden zusammengekommen und wir sollten das gleichmäßig aufteilen und in allen Caracoles wurden wir gefragt, habt ihr dieses Geld irgendwie von der Regierungsorganisation? Ist irgendeine Regierung damit in Verbindung? Und wir mussten sagen, nachweisen, dass keine Regierungsorganisation da drin ist, sonst hätten sie das Geld abgelehnt, definitiv. Weil es einfach auch eine Strategie ist, Menschen zu kaufen, wie die Heike schon gesagt hat. Die ist gefährlich, die ist richtig gefährlich. Vielen Dank für diese spannenden Antworten, auch die spannenden Fragen. Vielleicht noch zwei Tipps. Ich kenne mich ja in der Kurdistan-Frage besser aus als in der Zapatisten-Frage. Es gibt die Dokumentation Rojava stellt Frauen gleich von Arte. Wenn man das googelt, Rojava stellt Frauen gleich, dann kann man das auf YouTube finden. Eine unglaublich gute Dokumentation über den andauernden Befreiungsprozess der Frau in Rojava, wo es auch um patriarchal denkende Männer geht, die da filmen und begleiten. Und zum Aufbau, was in Bakur, also in Nordkurdistan, schon geleistet worden ist vor 10, 15 Jahren, da gibt es ein ganz tolles Buch, das heißt Widerstand und gelebte Utopien, wo es auf die ganz konkreten Projekte eingeht, wo Interviews geführt werden mit den Aktivistinnen. Genau. Weitere Fragen, Anmerkungen? Ja, da hinten, du hattest dich schon gemeldet. Wir haben ja vorhin das Thema, dass Frauen in Rojava selber nicht als Bilder bezeichnen, sondern als Frauen. Also die Frage war Unterteilung Mann-Frau. Wir sprechen hier von Flinter. Wie die Diskussionen diesbezüglich in Chiapas und in Kurdistan sind, so habe ich es verstanden. Genau, wir sammeln wieder, dann könnt ihr nachdenken. Ja. Der Tag, die sich ein bisschen auch immer mit Frauen oder Wissenschaftlerinnen
eigene Konzepte oder eigene Partnerschaften entwickelt, weil ich manchmal ein bisschen Patchmittel ist so Mensch, wir sind halt uns gerade damit beschäftigt und auch da nicht einfach auf eine Weise der Geschichte ist und einmal Analyse, die auch schon völlig zu weit ist. Genau, also die Frage war, warum, also Öcalan hat diese Analyse zur Situation der Frau und zur Lage der Frau gemacht. Gibt es da Weiterentwicklungen, die zum Beispiel auch von Frauen geschehen sind, und warum ist es immer nur, sich immer nur auf Öcalan als Mann bezogen in dieser Analyse? Und noch eine letzte Frage. Gibt es momentan nicht, dann würde ich, Entschuldigung. Die Frage war, wie in westlichen Wohlstandsländern eine revolutionäre Bewegung entwickelt werden kann, wie in Chiapas oder in Nordsyrien, Rojava, also weil dort ja die Grundlage schon viel schlechter war für die Menschen zum Leben und deshalb auch die Bedingungen für eine revolutionäre Bewegung bessere waren als jetzt hier zum Beispiel. Genau, wieder drei Fragen und jetzt die Antworten. Also zur letzten Frage. Es ist nicht die materiellen und wirtschaftlichen Umstände haben dazu beigetragen, dass Rojava verändert wurde. Die waren nicht arm, sondern sie hätten auch sich entscheiden können, wir lassen den Staat da und wir leben weiter unter dem Staat. Das ist eine Entscheidungssache. Und die Entscheidung haben die Menschen auch bewusst getroffen. Und sie haben den Staat verjagt. Und am Anfang der Revolution haben sie gehungert. Nach der Revolution, die ersten Jahre ging es ihnen sehr schlecht, weil sie isoliert wurden und so weiter. Und ich glaube, wir sollten uns nicht, also auch wenn wir etwas verändern wollen, dann müssen wir uns bewusst dafür verändern. Es geht uns nicht gut. Die Welt geht unter so. Also das sage nicht ich, das sagen die Wissenschaftler des Systems. Genau. Und wir sehen, wie diese Welt, wie dieses System, wo wir leben, die Erde zerstört. In Rojava, Syrien trägt sehr, sehr wenig bei zur Zerstörung der Welt. Und ich glaube, das müssen wir anders lesen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir es anders lesen. Wenn wir so an die Sache rangehen, dann wird es nichts mit Europa. Mhm. Genau. Willst du auch noch was sagen? Ich habe schon wieder Frage, ja. Okay. Aber ich mache es doch ganz kurz. Das ist die Hauptdiskussion, die wir im Moment führen. Ist es tatsächlich so? Geht es den Leuten hier gut? Ich frage da ganz gerne auch mal rum und ich kenne niemanden, dem es wirklich gut geht. Ich habe letztens gelesen, also ich habe sehr viel auch mit jungen Menschen zu tun und ich war absolut schockiert, als ich gehört habe, wie viele in Psychotherapie sind. Das hat mich echt vom Hocker gehauen. Gut gehen ist anders. Und ich denke nicht, dass man das wirklich an den materiellen Werten festmachen kann, sondern in der Art und Weise, wie wir einen Konkurrenzdruck aushalten müssen und vor allem, wie wir entfremdet leben müssen. Und das ist zum Beispiel für mich was zuerst aufgebrochen werden muss. Wir müssen unsere Entfremdung aufhören, daran gehen wir zugrunde. Und das muss man ja nicht. Also materiell gibt es natürlich schon einen großen Unterschied. Der Aufstand der Zapatistas war auch aus materiellen Gründen. Zum Beispiel vor dem Aufstand sind so viele Kinder, wahnsinnig viele an Krankheiten gestorben, was nicht nötig wäre. Und jetzt haben sie eigene Gesundheitssysteme aufgebaut. Und vieles andere auch so in der Richtung, ne? Und da ist natürlich schon auch dieser materielle großer Unterschied zu dem, wie wir leben.
Eine Freundin hat mal gesagt, das einzige Privileg, was wir hier haben, ist, wir befinden uns 24/7 im Krieg und merken es nicht. Und dass wir eigentlich kein befreites Leben führen. Also es ist kein befreites Leben, wenn wir einen Lebensstil haben, was auf der Unterdrückung, auf der Ausbeutung, auf der Ermordung von Menschen basiert. Mich macht das nicht glücklich. Für mich ist es ein täglicher Schmerz zu wissen, dass dieses befreite Leben, was ich führe, die Unfreiheit von ganz vielen anderen Menschen bedeutet. Und genau, ich würde mich aber auf jeden Fall auch das, was Uli gesagt hat, ich glaube nicht, dass es uns gut geht, auch noch mit Entfremdung, mit Isolation. Wir kennen zum Teil unsere eigenen NachbarInnen nicht. Was ist das für Gesellschaftlichkeit, die wir hier haben? Ich würde noch was aber auch zu dem Frau und Flinter sagen, zu der ersten Frage. Ich kann es für die kurdische Frauenbewegung nicht sagen, wie sie ihre Bewegung benennen wollen. Sie haben sich dafür entschieden oder sie sprechen von sich als Frauenbewegung. Und das Wort Jin ist auch nicht eins zu eins zu übersetzen mit dem, was wir hier Frau benennen. Ich finde es für uns total wichtig, von Flinter zu sprechen und möchte aber keiner anderen Bewegung auf der Welt vorschreiben, wie sie sich zu benennen haben. Und ich glaube, dass es... Ich habe ein allertiefstes Vertrauen in die kurdische Frauenbewegung, dass wenn das Wort Frauenbewegung nicht mehr passend ist, dann wird es verändert werden. Und habe aber auch ein ganz, ganz tiefes Vertrauen darin, dass wenn sie sich als Frauenbewegung benennen, das auch genau der richtige Begriff ist gerade. Es ist aber schon so, dass auch mit den kurdischen Strukturen hier in Deutschland wir von Flinter sprechen, weil eben die Selbstbezeichnung von Frauen und weiteren unterdrückten Geschlechtern in unseren Kämpfen Flinter ist. Und das wird genauso akzeptiert, wie ich es akzeptiere, dass die kurdische Frauenbewegung sich kurdische Frauenbewegung nennt. Und das finde ich auch total wichtig, dass wir für uns verstehen, was für uns richtig ist, aber dass es nicht für alle anderen Bewegungen auf der Welt auch richtig sein muss. Die einzige Frage, auf die jetzt noch nicht eingegangen war, ist die Weiterentwicklung der feministischen Theorie der Frauen, der kurdischen Frauenbewegung weiter von Öcalan weg oder hinzufügend. Da gibt es einen Geschäftsordnungsantrag. Ich sehe schon einen Unterschied zwischen Chiapas und Rojava und der ganzen kurdischen Region darin, dass halt die Gruppe geeint ist durch eine unterdrückte Struktur. Also in Chiapas, eben, dass die Kolonialherren die indigene Bevölkerung dort total unterdrückt hat, Rojava die Eskurten, die diskriminiert werden. Hier in Deutschland sind wir halt so in der unterdrückenden Position und werden, also es gibt nicht so eine Front irgendwie, wo man sich abgrenzen kann und dann in einem Gebiet was Neues aufbauen kann. Genau, der Kommentar war dazu, dass die Bevölkerung in Chiapas und in Kurdistan sozusagen unterdrückter sind oder viel mehr in der unterdrückten Rolle sind als wir, wo wir uns hier sozusagen teilweise auch Unterdrücker selbst sind und es sozusagen keine klare Abgrenzung gibt zwischen Unterdrückern und Unterdrückerinnen. Ich hoffe, ich habe das so ungefähr wiedergegeben. Nur noch mal kurz zur Zeitplanung. Wir machen jetzt ungefähr noch 15 Minuten. Damit ihr Bescheid wisst, wie lange wir machen und ihr nicht hibbelig werdet und alle aufsteht, sondern um 9 Uhr machen wir Schluss und Uli will schon ganz dringend was sagen. Ja. Also zu zwei Sachen, einmal zu dem, was du gesagt hast. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir begreifen, wir gehen nicht von den gleichen Bedingungen aus. Überhaupt nicht. Und daraus folgt für viele, dass sie ein schlechtes Gewissen haben. Als ich aus Chiapas zurückgekommen bin, ich sage das nur so als Histörchen. Es hat mich total schockiert, zum einen,
hatte ich das Gefühl, es ist um alle, um jeden einzelnen Menschen ist so eine Glasschicht drum, du kommst da gar nicht ran. Und das andere ist, dass alle ein total schlechtes Gewissen hatten, weil es ihnen so gut geht. Und ich habe echt gedacht, Leute, was geht denn ab? Wieso habt ihr ein schlechtes Gewissen? Warum fühlt ihr euch schuldig? Es ist notwendig, Verantwortung zu übernehmen für das, was mit anderen, aber auch mit uns passiert. Wir werden hier bei Laune gehalten durch Geld, genug zu essen, teuren Wohnraum. Aber wir werden auf eine ganz andere Art unterdrückt. In Chiapas hat ein Mann zu mir gesagt, wisst ihr, wenn ihr so aus dem Norden kommt, ich glaube, ihr habt eure Seele verkauft. Und das hat mich total schockiert und das trifft auch auf vieles zu. Wir trauen uns nicht mehr zu fühlen. Wir haben ein schlechtes Gewissen, das macht uns völlig fertig, anstatt zu sagen, wir übernehmen Verantwortung und wir kämpfen. Das andere ist mit Frauen, Flinter. Die Zapatistas haben in ihrer Sprache ein Wort für andere. Also die gehen nicht nur mehr von binären Geschlechtern aus, sondern es ist immer auch eine dritte Benennung da. Und es war einer, anderer, Marie José, die als erster europäischen Boden betreten hat und diesen Kontinent auch umbenannt hat. Widerständigen Kontinent. Das war weder Frau noch Mann. Und das ist es war Jahrzehnte, glaube ich, für eine Befreiungsbewegung undenkbar, Schwule und Lesben zu akzeptieren. Das hat sich komplett geändert. Ich finde das großartig. Ich glaube, wenn wir uns bewusst machen würden, in was für einer scheiß Welt wir hier leben, dann würden wir ausrasten. Aber weil wir uns nicht bewusst machen, in was für einer Welt wir leben, bleiben wir still. In Rojava sind dieses Jahr, also normalerweise in den letzten Jahren, sind 13 Menschen pro Monat im Autounfall gestorben. Das war ein sehr, sehr großes Problem für Rojava. Denn gesagt, es dürfen keine Menschen sterben an Autounfällen. Und deshalb haben sie es verändert. In Deutschland sterben 4000 Menschen mindestens an Autounfällen. Und das ist normal. Dann sagen sie, ist gut geblieben, ist nicht so schlimm. Ja, ist nicht so schlimm. Ich glaube, weil wir isoliert sind voneinander, weil wir isoliert sind als Gesellschaft voneinander, merken wir gar nicht, wie schlimm es uns angeht. Und darum geht es auch hier in diesem Kapitalismus. Lass uns lieber nach den neuen, guten, schönen, glitzernden Produkten des Kapitalismus schauen, anstatt nach unseren Menschen. Die glitzernden Produkte, die fördern die Freiheit im Kapitalismus. Und so oft man welche kauft, umso besser geht es auch eigentlich. Als ich in Rojava war, ganz banale Dinge haben mich fasziniert. Und ich habe gemerkt, wie weit ich entfernt bin von einer Zivilisation, wenn ich Zivilisation etwas Positives benenne. Und zwar, wir haben Volleyball gespielt und als sie gesehen haben, okay, der spielt scheiße, haben sie mich nicht ausgelacht, sondern die haben einfach genauso schlecht wie ich gespielt. genau, damit ich mich wohlfühle unter denen, damit ich ankomme. Damit sie mich nicht ausgrenzen. Und das war so eine große Geste, die ist mir wirklich in Erinnerung geblieben. Ich glaube, das sind so Errungenschaften, von denen wir uns so weit weg befinden. Im Gegensatz dazu, mein erster Schultag in Deutschland, wir hatten Sport, und ich war der einzige Ausländer. Und ich wurde nicht gewählt. Das ist die Art und Weise, wie wir hier lernen, miteinander umzugehen. Und das ist Gewalt, das ist Zerstörung. So, das zeigt eigentlich, wie weit wir die Ellbogen ausfahren müssen, damit wir hier durchkommen können. Und das wollen wir nicht. Und das ist nicht unser Wille,
Das ist der Wille der Herrschenden, dass wir uns so bewegen, dass wir uns so verhalten. Und dem müssen wir eine Absage erteilen. Und zu anderen Sachen, zu Öcalan, es wird ausgefragt, warum? Warum ist Öcalan so wichtig? Ich glaube, wenn Öcalan als Vorreiter, Vordenker der Revolution, wenn er viele Themen nicht angesprochen hätte, dann hätte die Gesellschaft das vielleicht nicht akzeptiert. Dann hätte in Kurdistan, sagen die oft, reden kann jeder, aber die Praxis ist wichtig. Und Öcalan mit der Bewegung, mit der PKK, hat etwas bewiesen, und zwar, dass sie es ernst meint. Okay. Wir müssen jetzt. Ja. Auf jeden Fall hat Öcalan den Weg geebnet, aber es ist nicht so, dass alles, was Öcalan gesagt hat zu der Frauenfrage oder zu anderen Fragen, das letzte Wort war. Öcalan hat gesagt, ich gebe einen Rahmen vor oder ich gebe Impulse und ihr müsst es mit Leben füllen. Ihr müsst es verändern. Und nur zur Frauenfrage, es gibt Genealogie-Komitees überall auf der Welt. In Europa gibt es sehr viele Frauen, ich weiß nicht. Ich darf da nicht mitmachen. Aber die organisieren sich autonom. Es gibt überall Räte und so weiter, wo das Thema besprochen wird und ganz, ganz neue Erkenntnisse auch vorliegen. Und die verändern uns, die verändern die gesamte Bewegung. Und ich glaube, auch nur auf das Geschlecht von Deutschland zu schauen und zu sagen, er darf es nicht sagen, ist sehr verkürzt, weil die Umstände, in denen Öcalan das sagt, sind auch sehr wichtig. Genau, also ich empfehle jedem oder jeder, oder der oder die mal nach Kurdistan fährt, mit Aktivisten in der kurdischen Frauenbewegung zu sprechen, und das ist wirklich wahnsinnig beeindruckend, wenn man sieht, wie freie Menschen und freie Frauen der Flinter aussehen können. Wirklich unglaublich beeindruckend. Wir machen noch zwei Fragen und dann machen wir Schluss. Ja. Bei mir geht es um eine Sache, die schon am Anfang gewesen war. Und zwar hast du gesagt gehabt, dass die Frauen, die keinen Kopf mit tragen wollen, selber kämpfen sollen. Es ist aber, weil ich es auch persönlich erlebt habe und weil ich Menschen kenne, meistens sind sie in Familien, wo sie überhaupt gar nicht rauskommen, und dort in die Situation kommen können, für sie zu kämpfen. Deswegen fand ich die Aussage ein bisschen unpassend und hat sie wenig verletzt. Ja. Genau, es ging um die Aussage, die während der Runde gefallen ist, dass Frauen selber dafür kämpfen müssen, kein Kopftuch mehr zu tragen oder doch tragen zu dürfen, je nachdem. Und dass man dabei bedenken muss, dass die Frauen oft ja auch in Familienstrukturen sind, die ihnen das nicht erlauben. Und deshalb wurde die Aussage als nicht so wirklich passend empfunden. Ja, so, genau. Für mich ist andersrum, ja. Mich nervt es immer, wenn jemand meint, er müsste mich. Mich nervt es immer, wenn jemand meint, er müsste mich befreien. Also, das sind so zwei, aus der Haltung raus habe ich es gesagt, weil ich mich da sehr leicht bevormundet fühle. Super, ist es damit auch geklärt oder sollen wir das nochmal in die große Runde aufgeben? Ich würde noch eine Sache zu der Frage vorhin sagen. Rojava leben nicht nur Kurden und ich glaube sogar, die Mehrheit der Gesellschaft in Rojava sind keine Kurden, sind zwar Araber. Und zu der Frage, ich glaube, wir sind zum Beispiel, die Kurden haben sich dort befreit. Es hätte niemand sonst hätte hingehen können, also und die Kurden befreien können, wenn sie sich nicht selbst befreit hätten. Und genauso haben nicht die Kurden die Araber befreit, sondern die Kurden haben mit den Arabern zusammen dafür gekämpft, dass Raqqa, das Deir ez-Zor, das Minbij, Shehba und so weiter befreit werden. Und wir müssen uns organisieren, danke, wir uns befreien. Okay. Ja, ich hatte noch eine Frage.
Frage. Und zwar interessiert mich, ob es eine. Ich habe noch eine Frage. Und zwar interessiert mich, ob es eine Solidarität gibt zwischen vielleicht kurdischen Frauen oder Frauen türkischer Nationalität, die vielleicht ähnliche Unterdrückungserfahrungen machen. Gibt es da irgendwie Überlappungserscheinungen? Naja, ich würde sagen, es gibt eigentlich oder sollte Solidarität zwischen Frauen und Flinters weltweit geben, weil es eben die gleichen Unterdrückungserfahrungen sind. Und zum Beispiel habt ihr das vielleicht mitbekommen, dass die Türkei aus der Istanbul-Konvention ausgetreten ist. Das ist die eigentlich ein Völkerrechtsvertrag, der den Schutz von Frauen sicherstellen soll. Oder den Schutz von Frauenrechten sicherstellen soll. Und Erdogan ist eben im Juli ausgetreten, hat gesagt, okay, wir wollen uns nicht mehr zum Schutz von Frauenrechten verpflichten. Hat auch sofort die, ich glaube, Ankara-Konvention eingeführt, die deutlich konservativer ist und eben halt nicht mehr Frauen schützen soll, sondern sie eher zu Gebärmaschinen machen soll. Und natürlich gibt es da unglaubliche Proteste gerade gegen und da gehen sowohl türkische als auch kurdische Frauen gemeinsam auf die Straße, um eben durch diese gemeinsame Unterdrückungserfahrung und mit ihren gemeinsamen Anliegen gegen die Politik von Erdogan anzukämpfen. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass es das gibt und ich glaube, das ist auch wieder was wir total lernen können. Von der kurdischen Bewegung oder von internationalistischen Bewegungen, nämlich viel mehr nach unseren Gemeinsamkeiten als nach unseren Unterschieden zu suchen, die wir, glaube ich, ziemlich viel haben, Gemeinsamkeiten, durch gemeinsame Unterdrückungserfahrungen und genau, uns auf diese Gemeinsamkeiten zu konzentrieren und uns nicht anhand von Unterschiedlichkeiten spalten zu lassen. Ja, wir kommen langsam ans Ende dieser wirklich sehr spannenden und solidarischen Veranstaltung. Ich würde eine... Entschuldigung. Der Kommentar war dazu noch, dass mehrere auch was männliche Menschen auch davon lernen könnten, solche konstruierten Brücken zu überwinden. War das eine Frage oder ein Kommentar? Ein Kommentar, okay. Okay. Gibt es noch ein dringendes Anliegen? Sonst würde ich eine letzte Runde vom Podium machen, die in die Richtung geht, was denn so Zukunftspläne sind oder was steht für die kämpfenden Bewegungen in den nächsten Wochen und Monaten an. Vielleicht könnt ihr da wirklich einen kurzen Einblick geben, weil es passiert ja viel. Ja, also die Zapatistas kommen in einem großen Haufen mit 180 Leuten, davon 75% Frauen, nach Europa. Sie sind in 30 Ländern eingeladen und werden auch alle besuchen, unter anderem eben auch Deutschland. Hier sind wir uns am Organisieren seit Anfang des Jahres. Sie wollen eine weltweite Struktur aufbauen, eine weltweite Organisierung im Kampf gegen Kapitalismus, Kolonialismus, Patriarchat und die Zerstörung der Erde. Und deshalb wollen sie mit uns sprechen und sehen, was wir gemeinsam tun können. Und sie möchten auf Augenhöhe sprechen, sie möchten nicht, und das haben sie betont, sie möchten nicht um Verzeihung gebeten werden, sie möchten diese Ebene der Gespräche nicht, sondern sie möchten als Genossinnen und Genossen mit uns sprechen. Und für mich ist das was ich vorher nie gedacht habe und was ich eigentlich ein blödes Wort finde, aber für mich ist das eine große Ehre. Und ich hoffe, wir werden dem gerecht. Und ich weiß, dass sie uns zwei wichtige Dinge mitbringen. Und zwar ist es Hoffnung, weil Hoffnungslosigkeit ist hier eine sehr ansteckende Krankheit. Und das Zweite ist eine Perspektive auf einen gemeinsamen Kampf. Und ich fände es großartig. Ich fände es auch großartig, wenn sie nicht als exotische Zirkuspferdchen gesehen werden würden.
ganz kurz Frage dazu, ja? Ist die Einreise jetzt erlaubt? Am 14., also am Dienstag. Am Dienstag kommen Sie alle in Wien an. Und dann werden wir gucken, dass wir auch welche in Deutschland haben. Und ich hoffe, dass alle sich wahnsinnig freuen. So mindestens. Ja, genau. Es gibt halt eine Webseite. ja-basta-netz.org. Ja, mit Y. Ja, basta. ja-basta-netz.org. Nebenbei gibt es jetzt schon eine riesen Mobilisierung in Deutschland. Das sind wirklich viele hundert Menschen, die sich in einem Netz der Rebellion zusammengeschlossen haben und alle was dafür tun, auch für unsere Perspektive, dass wir weiterkommen. Da geht es nämlich auch darum, dass wir endlich mal in die Puschen kommen. Magst du noch ins Wendland einladen? Ja, Wendland auch. Genau, vom 2. bis vom 29. September bis 2. Oktober gibt es ein rebellisches Zusammentreffen im Wendland, wo wir über unsere Perspektiven sprechen, wo auch die Zapatistas sagen können, was sie von uns halten oder wie sie uns sehen mit dem, was sie bisher erlebt haben, und wo wir vielleicht gemeinsam auch hinkriegen, ja, die nächsten Monate, Jahre, Jahrzehnte in die Zukunft zu schauen. Ich hoffe, das gibt uns allen viel Kraft. Und es gibt am 16.10. eine Demo gegen alles, gegen den Kapitalismus. Gegen die Gesamtscheiße. Genau, wenn, also ich glaube, bei der kurdischen Bewegung und allen, die internationalistisch solidarisch mit ihr sind, steht vor allem in den nächsten Wochen und Monaten der Kampf für die Freiheit von Abdullah Öcalan an. Es gibt jetzt schon 6 Monate kein Lebenszeichen mehr von ihm. Und genau, die Totalisolation ist auf jeden Fall seit 2015 enorm verschärft worden. Und wenn wir solidarisch mit der kurdischen Bewegung sind, dann sind wir auch solidarisch mit diesem Kampf. Und da wird es auf jeden Fall einige Aktionen geben. Unter anderem in Straßburg, da könnt ihr gerne Augen und Ohren offen halten, ist langsam spät. Und außerdem gibt es am 27.11. eine bundesweite Demo in Berlin gegen das PKK-Verbot. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir als internationalistische Menschen an dieser Demo teilnehmen, um zu zeigen, es sind nicht nur die KurdInnen, die gegen das Verbot der PKK ankämpfen, sondern es sind alle Menschen, die für eine befreite Gesellschaft kämpfen, dass die Kriminalisierung der PKK, also die Kriminalisierung von Werten wie Geschlechterbefreiung, Ökologie und Basisdemokratie auch uns alle kriminalisiert. Und deswegen würde ich wirklich allen ans Herz legen, zu dieser Demo zu kommen am 27.11. in Berlin. Wo auch immer ihr seid, es gibt mit Sicherheit in eurer Stadt oder in Städten ganz nah bei euch kurdische Vereine, die gemeinsame Anreisen organisieren werden. Also haltet auch da Augen und Ohren offen und kommt unbedingt alle zu dieser Demo. Also ich finde es persönlich auch wichtig, dass wir auch gucken, wo sind bei uns die Perspektiven und wie machen wir weiter. Wie war das Camp hier, was in Richtung weiterer Vernetzung uns gedient hat, und wie schlafen wir nicht ein, wie kämpfen wir weiter und wie werden wir mehr, wie wirken wir auch in die Gesellschaft rein zu denen, die da weiterhin dem kapitalistischen Konsum zum hinterherlaufen. Ja, wir haben es jetzt 21 Uhr. Vielen, vielen Dank für diese guten inhaltlichen Beiträge. Ich fand es sehr gewinnbringend, auch für diese spannende Diskussion und die Fragen, die es gab. Ich habe 2 Dinge daraus gelernt, oder 2 Keypoints, die ich ganz spannend finde. Und zwar erstens, dass wir keine Angst haben, davor Fehler zu machen, dass wir aus den Fehlern lernen und trotzdem weitermachen. Und zweitens, vielleicht noch wichtiger, dass wir endlich Verantwortung übernehmen und kämpfen. So wie wir es in der letzten Woche schon gemacht haben und wirklich erfolgreich gemacht haben. Also auch wenn man sich die Presse anschaut, die wirklich größtenteils auf unserer Seite war, können wir sagen, wir haben diese Sache gerockt. Und in
dritter und letzter Punkt, und dann mache ich auch Schluss, einen ganz, ganz herzlichen Dank an die GebärdendolmetscherInnen, die wirklich sehr gut gemacht haben. Und ebenso ein großes Dank auch an die Genossinnen und Genossen, die heute hier vorgekommen sind, sich Rede und Antwort gestanden haben und uns einen wahnsinnig spannenden Eindruck in die Kämpfe der kurdischen und der zapatistischen Befreiungsbewegung gegeben. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Kommt doch gerne noch an den Infotisch, da sind Materialien, Plakate, Bücher und so weiter und so fort. Wir stehen auch noch ein bisschen hier, könnt auch so Fragen stellen. Ansonsten wünsche ich euch einen ganz schönen, kämpferischen oder auch ruhigen Abend noch. Ciao, ciao.